Hallo und guten Abend. Für alle, die es schon vermisst haben, heute gibt es mal wieder Learning in Filmform. Nicht geschrieben, sondern live und direkt von unserer ersten Learning Journey, die uns nach Israel geführt hat. Genauer nach Tel Aviv. Und hier sitze ich jetzt. Hier im Hintergrund sieht man den anderen Teil von Tel Aviv, nämlich Jaffa. Die Stadt ist ungefähr 3000 Jahre alt, Tel Aviv ungefähr 100. Und genau an der Nahtstelle sitzen wir heute Abend und essen hier zu Abend am wunderschönen Mittelmeer mit unserer Gruppe, die seit heute Morgen 8 Uhr sich der Startup-Kultur Israels gewidmet hat. Israel ist berühmt für seine vielen Startups und vor allen Dingen für den Mindset, der diese Startups auch noch groß macht. Und darüber haben wir heute ganz, ganz viel erfahren. Und ich möchte mal so die wesentlichen, erstaunlichen Neuigkeiten in 3 Learnings zusammenfassen. Learning Nummer 1. Warum hat Israel eigentlich so viele Startups? Und da haben wir heute gelernt, aus Not und Druck heraus, oder wie man in Deutschland sagt, Not macht erfinderisch. Seit der Existenz dieses Staates war er immer bedroht und daher hat man natürlich immer geguckt, was es für neue Technologien gibt, um dieser Bedrohung Herr zu werden und eben möglichst viel Unheil abzuwenden. Und da hat natürlich die Digitalisierung einen unglaublichen Schub gebracht. Und deshalb sind 2 der größten Spieler auch die Regierung, die unterstützt, die allein 5 Fonds gegründet hat, die in Startups investiert, und das Militär, weil jeder Israeli, ob männlich oder weiblich, muss für 2, die Frauen, oder 3 Jahre für die Männer ins Militär. Es wird dort natürlich auch ausgebildet, eingesetzt an wichtigen Stellen, und da gibt es eben eine Einheit, das ist die Einheit Age 200, haben wir gelernt, das ist also eine Elite-Einheit, die sich eben mit Cyberabwehr beschäftigt, und aus dieser Einheit heraus werden eben sehr, sehr viele Startups gegründet. Und das führt dann zu so lustigen Situationen, dass man in Raketen beispielsweise Lenksysteme mit Kameras installiert, und dann, damit die ihr Ziel finden, und dann auf die Idee kommt, man könnte das doch auch miniaturisieren, und zwar auf Tablettengröße, um sie eben einzunehmen und dann quasi ein komplettes Fernsehstudio einmal durch den Körper zu jagen, um dort eben Diagnosen an Stellen vorzunehmen, wo man auf die übliche Weise nicht hinkommt. Also so gehen militärische Überlegungen dann sogar bis hinein in den menschlichen Körper. Und in dieser Form ging das heute eigentlich den ganzen Tag, in welchem Zusammenhang das steht. Also Not und Druck erzeugt eigentlich Innovation. Oder anders formuliert, man handelt hier eigentlich ständig außerhalb der eigenen Komfortzone. Und das ist so ein bisschen auch die Mentalität der Startup-Unternehmer und der Digitalunternehmer und der Tech-Unternehmer. Das heißt, Geschwindigkeit beispielsweise ist alles. Es geht auch hier nicht so sehr um Perfektion, das ist ähnlich wie im Silicon Valley, sondern es geht um Schnelligkeit. Interessant auch, 2. Learning, der Umgang mit der Fehlerkultur. In Deutschland sagen sie, ist Failure, also zu scheitern, keine Option. Wer gescheitert ist als Unternehmer, hat einen Makel. Da hat auch die Digitalisierung nichts dran geändert. Als Unternehmer bist du zum Beispiel bei Banken nicht mehr so kreditwürdig, wenn du gescheitert bist, also wenn du schon mal einen Bankrott hingelegt hast. In Israel ist es genau umgekehrt. Dort wird eigentlich lieber der 2. Versuch finanziert als der 1., weil wenn man schon mal hingefallen ist, wenn man schon mal aufgestanden ist, sagen die Banken hier, ist es eigentlich risikoloser, dort oder demjenigen Geld zu geben, als wenn er noch nie gespürt hat, wie das wahre Leben ist. Und als 3. Learning, was mir extrem gut gefallen hat, ist der Pragmatismus, den man hier eigentlich überall spürt, und wie hier gearbeitet wird. Einmal eben, wie gesagt, mit welcher Geschwindigkeit, aber auch welcher Realitätsnähe, die ja hier augenscheinlich immer da ist und auch immer druckvoll da ist. Und man geht zwar sehr gut um mit diesem ganzen Sicherheitsthema, aber es ist präsent und es ist ja auch alles sehr eng und sehr nah hier, also man merkt es schon. Und dieser Pragmatismus der Israelis, der ist gemündet in einem wunderbaren Satz, und das 3. Learning: Israelis know the fastest way to the second best solution. Also die Israelis wissen, wie man am allerschnellsten zur zweitbesten Lösung kommt. Auch hier wieder der 80%-Gedanke zu sagen, ich suche jetzt nicht nach dem Perfekten, das kostet mich unendlich viel Zeit. Ein Problem in Anführungszeichen, was wir Deutschen immer noch haben, sondern wir gehen ganz, ganz schnell dorthin, wo wir den meisten Effekt haben, ohne in der Perfektion zu verhungern. Und damit verabschiede ich mich aus
Tel Aviv, Jaffa, freue mich auf morgen und da gibt es wieder neue Learnings, weil morgen werden wir wieder jede Menge Startups besuchen und ich bringe sicherlich wieder was Schönes mit. Bis morgen.